Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Demo, heute mit Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Normalerweise will ich ja die Demos der Reihe nachspielen, aber ja, ich werde so oft gefragt, ob ich denn nicht diese Demo hier vorziehen könnte. Und okay, ganz ruhig, ich mach's ja. Was? Wie jetzt? Habe ich hier das ganze Spiel gedownloadet oder wie? Es entsteht zumindest der Gedanke. Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Die Demo. Neues Spiel, hä? Das sieht ja ganz so aus, als hätte ich das ganze Spiel runtergeladen. Aber nein, es ist nur die Demo. Okay, die Spieldaten der Demo-Version können auch in der Vollversion genutzt werden. Statuswerte der Pokémon und erhaltene Items können so übernommen werden. Wenn du die Demo-Version löscht, gehen auch die Spieldaten verloren. Das ist ja cool. Also wenn man das Spiel jetzt kauft, dann kann man die Daten noch weiter verwenden. Offenbar ist das der Anfang des Spiels. Wo bin ich hier? Ist das ein Traum? Kann es sein, träume ich etwa? Oh, das eben, kein Zweifel. Ich höre von irgendwoher eine Stimme. Irgendjemand ruft nach mir. Du, der du jetzt meine Stimme hörst. Bist du vielleicht ein Mensch? Falls ja, dann habe ich eine Bitte an dich. Rette uns! Bitte rette die Welt der Pokémon! Wir brauchen deine Hilfe! Ein Somniam. Und es flüchtet. Vor einem Monsterdrachen. Trikefalo. Was war das gerade? Was habe ich da eben gesehen? Also wir spielen einen Menschen, der in die Pokémon-Welt blickt, eine Vision erhält. Dieser Dunst, Nanu. Ich kann etwas erkennen, wenn auch nur undeutlich. Bin das etwa ich? Mein Abbild ist ganz verzerrt. Meine Gestalt verändert sich. Oh, jetzt darf ich mir ein Pokémon aussuchen. Oh Gott, bloß keine fünfte Jean. Ich nehme Pikachu. Doch, Pikachu. Ich verwandle mich in ein Pikachu. Wenn das so einfach wäre, ne? So schnell und einfach ein Pokémon zu werden. Tatsächlich. Ich bin jetzt ein Pikachu. Ah, dieses Licht. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber diese Stimme, die vorhin um Hilfe rief, ich glaube, sie kam von dort drüben. Sie bat mich, die Welt der Pokémon zu retten. Übrigens, der 3D-Effekt ist sehr tief. Schaut sehr, sehr gut aus. Insgesamt erscheint mir das Spiel sehr leistungsfähig. Ja. Hat nicht so eine billige Grafik. Es wurde sich schon etwas Mühe gegeben. Es sieht sehr gut aus für 3DS-Verhältnisse, muss ich sagen. Wir stürzen in die Tiefe. Hoffentlich in Wasser. Dann könnten wir es eventuell noch überleben. Aber bei Nintendo-Spielen ist alles möglich. Aua, ich sehe lauter Sterne. Sonst ist alles um mich herum schwarz. Hey, du. Bist du in Ordnung? Komm zu dir. Kannst du mich hören? Ich höre eine Stimme. Wer ist das wohl? Ein Glumanda? Ah, ich kann langsam aber sicher wieder etwas sehen. Das ist ja ein... Ah, ich darf es mir aussuchen. Aber ich habe hier wieder nur die Wahl zwischen fünfter Jean. Oh Gott, nee, dann nehmen wir Floink. Oh, du bist aufgewacht. Bist du in Ordnung? Wow, ein Pokémon. Ein Pokémon, das spricht? Bist du verletzt? Ach so. Ich bin ja jetzt ein Pikachu. Also verstehe ich die Sprache der Pokémon. Dir fehlt absolut nichts? Ganz sicher? Ich finde es aber komisch, dass der sich so schnell damit abfindet, dass er ein Pikachu ist und gar nicht voll geflasht ist oder in Panik oder so, sondern, oh, hier ist ein Pikachu. Okay. Seltsamer Beginn. Jetzt echt? Das freut mich. Du
Du bist immerhin aus allen Wolken gefallen und das meine ich wortwörtlich. Ich bin vom Himmel gefallen? Ach so, stimmt ja. Das Gedächtnis ist nicht das Beste, glaube ich. Ich habe dieses Licht gesehen und dann bin ich in die Tiefe gestürzt. Du hast echt Glück, nicht mal einen Kratzer abbekommen zu haben, ne? Ein wahrer Glücksfall. Aber ich bin froh, dass es dir gut geht. Ich bin Floink. Und du? Wie heißt du? Wie ich heiße? Ja, richtig, mein Name. Auch den hat er vergessen. Aber wir können es jetzt hier unten eingeben, aber ich mache mir mal nicht die Mühe und bleib Pikachu. So. Pikachu. Pikachu ist also dein Name? Freut mich sehr. Und woher kommst du, Pikachu? Das ist eine gute Frage. Nein, nein. Dass du vom Himmel gefallen bist, weiß ich ja schon. Jemanden wie dich habe ich hier noch nie gesehen. Daher frage ich mich, wo du geboren bist, wo du lebst und so. Naja, du weißt schon. Und natürlich frage ich mich auch, warum du so plötzlich vom Himmel gefallen bist. Und sag jetzt bloß nicht, dass du tatsächlich in den Wolken wohnst. Verstehe. Tja, was antworte ich jetzt am besten darauf? Soll ich sagen, dass ich aus einer Welt jenseits der Wolken komme? Das glaubt doch keiner. Wenn man wenigstens das Loch im Himmel sehen könnte, durch das ich gefallen bin. Aber lügen will ich wiederum auch nicht. Das Beste ist, ich sage die Wahrheit. Wie bei Zelda Skyward Sword. Aber ich finde diese Bilder da, die Gemütslagen repräsentieren sollen, ziemlich süß. Er jetzt hier voll geschockt. Was? Du bist also in Wirklichkeit ein Mensch, Pikachu? Du hast jemanden um Hilfe rufen gehört und plötzlich warst du ein Pokémon? Du bist also aus der Welt der Menschen zu uns gekommen? Ja, war klar. Wer würde so etwas auch glauben, ne? Okay, alles klar. Ich glaube dir. Natürlich glaube ich dir. War ja klar. Was? Einfach so? Da bin ich baff. Dir kann man ja jeden Scheiß erzählen. Klar. Was du sagst, Pikachu. Ich werde es glauben. Ich dachte, Menschen gäbe es nur in Märchen. Allein die Vorstellung, dass ein Mensch zum Pokémon wird und eines Tages einfach so vom Himmel fällt, ist schon bizarr. Aber wie soll ich es sagen? Ich glaube, dass es auf der Welt viele Dinge gibt, mysteriös und unerklärlich. Wer weiß, vielleicht ist das hier alles auch gar nicht so mysteriös, wie ich dachte. Es liegt eben in der Natur der Dinge, das mysteriös zu finden, was man nicht kennt. Das stimmt. Wow, das ist wirklich mal eine erfrischende Sichtweise der Dinge. Ich will noch viel mehr wissen und viel mehr sehen. Und ich möchte Pokémon begegnen, die bisher noch niemand gesehen hat. Ich möchte Ruinen und Höhlen erforschen. Ich möchte allerlei Abenteuer erleben. Kurzum, ich möchte Abenteurer werden. Also habe ich mich auf Reisen begeben und, naja, hier bin ich. Ah, aber ich darf keine Zeit verlieren. Ich muss etwas wahnsinnig Wichtiges erledigen. Ich würde mich ja gerne beeilen, ne? Aber ab hier ist der Weg leider nicht ganz ungefährlich, vor allem, wenn man alleine ist. Oje, was soll ich bloß machen? Ich hab's. Pikachu, du, ich bitte dich. Würdest du mich wohl begleiten? Ich bin auch schon fast am Ziel meiner Reise. Aber wenn ich mich nicht beeile, komme ich womöglich zu spät. Und alleine traue ich mich das nicht. Oje, die Zeit wird knapp. Bitte begleite mich. Er schnuppert ihm voll am Arsch. Was? Stufenberg, Gewässereingang. Okay. Ja, Grafik ist ganz okay. Der Baum glitzert. Und die Musik finde ich sehr schön eigentlich. Während dem Gespräch war sie sehr schön und jetzt auch die hier. Ja, das ist stimmig. Wir müssen wohl hoch zum glitzernden Baum. Und dann über die Höhlen die kaputte Brücke umkurven. Wow, es ist wunderschön hier. Natur pur, der absolute Wahnsinn. Pikachu, hier entlang. Ja, du musst beeil dich. Jetzt werden sie gleich schockiert feststellen, dass die Brücke im Arsch ist. Nanu? Die Brücke ist kaputt. Was für eine Scheiße. Was machen wir denn jetzt, hm? So kommen wir nicht weiter. Seht, wie es aussieht, bleibt uns nichts anderes übrig, als dort reinzugehen. Lass uns gehen, Pikachu, los. Ohne Schiss.
Stufenberg, Westhöhle. Das war es doch davor auch schon. Ja, und jetzt geht's los. Okay, Expeditionstipp. Auf geht's, begib dich auf die Suche nach der Treppe zur nächsten Ebene. Nutze das Steuerkreuz oder das andere Ding, um dich vorzubewegen. Halte dabei B gedrückt, um schneller voranzukommen. Ja, unten steht die Steuerung. Das ist auch für mich neu. Ich habe noch nie einen Mystery Dungeon Teil gespielt. Weiß aber in etwa, wie das funktioniert. Also man läuft halt relativ schnell sogar. Und man kann jetzt auch nicht so laufen, wie man möchte. Entweder halt einen Schritt nach rechts, nach oben, nach links oder nach unten. Und es gibt dann auch diese schrägen, genau, diese schrägen Schritte. Und das ist sehr wichtig, weil wenn gegnerische Pokémon auf einen zukommen, wie greife ich denn an? Ah, hier, halte L gerückt und drücke dann... Ja, dann erstmal Mogelhieb. Scheiße, verpiss dich, Donnerschock! Genau, wenn gegnerische Pokémon auf einen zukommen, dann ist es sehr wichtig, dass man sich leise verhält und nicht so schnell läuft, weil dann kann man sie taktisch zuerst angreifen. Wenn man nämlich in den Gegner reinläuft, dann hat er immer einen Erstangriff, sage ich jetzt mal. Und das spielt eben auch eine Rolle, wie man zum Gegner steht. Also, wartet mal. Hier ist jetzt ein Picochilla. Wenn ich jetzt halt hier einfach Donnerschock einsetzen würde, dann würde es ihn nicht treffen. Ich muss zu ihm schauen. Nur dann treffe ich ihn auch wirklich. Die Attacken von Pikachu sind jetzt nicht der Hammer. Und ich weiß ja nicht, Floink. Eventuell willst du mir ja beim Kämpfen helfen. Aber sieht so aus, als hättest du kein großes Interesse. Meine KP werden ständig geheilt. Ist das nur in der Demo-Version so? Oder? Dies ist eine Siedelbeere. Damit kannst du große Mengen deiner KP regenerieren. Öffne das Menü, in dem du X drückst und wähle unter Items eine Siedelbeere, um sie zu essen. Deine KP regenerieren sich schrittweise, während du dich fortbewegst, auch ganz ohne eine Siedelbeere. Oder du drückst stattdessen gleichzeitig B und A, um auf der Stelle ein wenig KP zu regenerieren. Dabei kannst du aber angegriffen werden. Was? Die KP heilen sich tatsächlich, während ich gehe? Und das auch noch ultra schnell? Also, versteh mich nicht falsch, ich habe keine Ahnung, wie Mystery Dungeon so funktioniert, ne? Aber das klingt für mich relativ anspruchslos. Ich meine, hier, ich habe jetzt kassiert und habe schon wieder volle Leben. Ja, gut. Müssen die Experten mir erklären. Wahrscheinlich kommt es dann später zu Massenkämpfen, wo dann viele auf einmal gegeneinander fighten. Und jetzt am Anfang ist es halt nicht so schwierig gegen einen einzigen. Zumal wir zu zweit sind. Das ist mal mein Tipp. Das, ja, das weiß ich schon, dass ich mich ausrichten kann. Die Games punkten auf jeden Fall von ihrer tiefgehenden Story. Es gab schon alles Mögliche, wie zum Beispiel, dass Protagonist Suizid begehen wollte oder so, aber ich will jetzt storymäßig nicht spoilern. Ich habe es mir kurz durchgelesen, was so ungefähr passiert, aber das Spiel ist neu, kam jetzt erst vor ein paar Tagen raus. Ich denke, das wollt ihr selbst erfahren. Nimm die Treppe, um zur nächsten Ebene zu gelangen. Du kannst danach allerdings nicht mehr zurück, also stelle sicher, dass du nicht noch irgendwas auf der aktuellen Ebene erledigen wolltest. Aha. Nee, ich will einfach nach oben. Stufenberg, Zentralhügel. Ein weiterer Grund, warum ich diese Demo hier zeige, ist natürlich, dass kein Let's Play kommt, ich euch aber trotzdem irgendwas zu Mystery Dungeon liefern möchte. Ja, diese ganzen Spin-Offs sind einfach größtenteils nichts für mich. Es gibt nur wenige Spin-Offs, die ich mag. Liegt nicht daran, dass die schlecht sind, aber ich bin halt einfach der Mensch, der lieber die Editionen spielt. Bis jetzt gefällt es mir aber. Es ist halt viel Strategie dabei. Aber ja, ist okay. Weil ihr wisst ja, ich mag nicht so Strategiespiele. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze läuft mit Entwicklungen und so. Ja, ich möchte weitergehen. Wieso ist denn das immer auf Nein? Ich will da rein, Mensch. Osthöhle. Natürlich kann man auch Level erreichen. Attacken lernen. Wenn entweder du oder Floink besiegt werden, ist eure Expedition gescheitert. Sei also stets auf der Hut. Wenn eine Expedition scheitert, verlierst du womöglich ein paar der Items, die du dabei hattest. Okay, auch gut zu wissen. Und jetzt kämpft Floink auch endlich mal. Ich sammle die Bären ein und er killt den Gegner. So muss es sein. Ist aber fies, dass es sofort vorbei ist, wenn einer von beiden stirbt. Also selbst wenn ich nichts dafür kann, mir nichts passiert und der andere abkackt,
dann ist es trotzdem vorbei. Oh, gut gemacht. Ich habe ihn paralysiert und er hat ihm den Rest gegeben. Mit seiner Glut. Mogelhieb. Dann kann ich ja oft zweimal hintereinander angreifen. Deswegen ist es eigentlich klug, jeden Kampf mit Mogelhieb zu beginnen. Ist auch gar nicht so schwach hier. Aber das Laufen fühlt sich so komisch an, finde ich. Und so schnell vor allem. Boah, wenn man B gedrückt hält, dann ist es ja mal richtig übel. Da merkt man ja gar nichts mehr. Das ist so eine Art Vorspulen, habe ich das Gefühl. Das lasse ich mal bleiben. Sieht man ja gar nicht, was passiert. Simples Rennen hätte es ehrlich gesagt auch getan. Ja, ich finde aber Mystery Dungeon auch nicht so LP-tauglich. Jedenfalls nicht für meinen Kanal, weil es ist halt, denke ich mal, sehr zäh. Wir haben ja schon gesehen, es gibt sehr viel Text. Es wurde viel geredet am Anfang. Klar, es ist auch der Anfang des Spiels, aber ich weiß nicht, ob das sich das ganze Game so hier durchzieht. Ja, und in den Dungeons, es ist halt viel Rätseln, viel Verirren und viel Kämpfen. Und die Kämpfe sind halt mehr Strategie als Action. Deswegen würde ich sagen, ist diese Demo hier eine nette Erfahrung für mich. Aber ich denke, dabei wird es dann auch bleiben. Stufenberg Osteingang. Die könnt ihr euch natürlich auch alle in den E-Shop runterladen. Wird dort kostenlos bereitgestellt. Ist etwas über 1000 Blöcke groß. Ich glaube 1700. Also relativ groß eigentlich. Aber ist wohl auch sehr umfangreich. Geschafft! Wir sind auf der anderen Seite. Wir sollten gleich da sein. Nur noch ein kleines bisschen. Super. Und wie gesagt, Musik finde ich schön, Grafik ist auch okay. 3D-Effekt hat gepasst. Also es ist mit Sicherheit kein schlechtes Spiel. Die ganze Serie ist kein schlechtes Spiel. Verkauft sich ja auch gut. Ja, wir haben die Expedition geschafft. Damit ist es dann wahrscheinlich auch schon wieder vorbei, oder? Nee, wir kriegen wohl noch eine Szene zu sehen. Hurra, wir haben es geschafft. Da wären wir. Das wurde aber auch Zeit. Das ist alles dir zu verdanken, Pikachu. Vielen, vielen Dank. Lass uns keine Zeit verlieren. In dem Brief stand ganz sicher, dass wir hier entlang müssen. Brief? Habe ich was nicht mitbekommen? Oder so? Dieser Wind. Er hört sich so bedrohlich an. Und ein Moorlord. Puh, gerade noch rechtzeitig. Ich hoffe mal, der ist kein Gegner, weil gegen den könnte ich mit meinen Elektroattacken wenig anrichten. Ich bin Moorlord. Ich verwalte das Grundstück hier. Bist du zufällig Floink? Ja, das stimmt. Hab ich doch gewusst. Du kommst von weit her und musst müde sein. Da hat sich die Warterei doch gelohnt. Ich habe hier ganz allein Löcher in die Luft gestarrt. Ich wollte schon die Heimreise antreten, so sehr habe ich mich gelangweilt. Aber nun, wo du schon einmal hier bist, bist du wirklich damit einverstanden? Immerhin ist die Gegend hier nicht sonderlich einladend. Außerdem breiten sich die mysteriösen Dungeons täglich weiter aus. Wer weiß, was aus diesem Ort wird. Ja, aber gerade das macht den Reiz aus. Das nötige Kleingeld habe ich auch dabei. Wirst du es auch sicherlich bereuen? Nun gut. Bitte, hier ist der Kaufvertrag. Das Kitty ist doch nicht mal geschäftsfähig. Ist illegal, was hier geschieht. Naja, sei es drum. Das Grundstück gehört nun dir ganz allein. Du kannst damit anstellen, was du willst. Voll abgezockt. Hey, yay! Ich werde diesen Ort in mein eigenes kleines Paradies verwandeln. Entschuldige, dass ich so aus dem Häuschen geraten bin. Ich hab dir doch vorhin erzählt, dass ich Abenteurer werden will. Und von hier aus werde ich meinen Traum wahr machen. Mein Traum ist es, ein Paradies für uns alle zu schaffen. Ein Pokémon-Paradies. Oh Gott, das klingt ja wie ein Poképark. Ich muss mal kurz unterbrechen. Oh, sorry, ich musste mal kräftig husten, das wollte ich euch nicht antun. Und hier soll dieses Paradies entstehen. Die mysteriösen Dungeons breiten sich weiter aus. Und niemand weiß, was hier noch geschehen wird. Das verunsichert natürlich viele Pokémon, aber mich nicht. Denn gerade diese Ungewissheit macht es erst so richtig spannend.
Ich werde jeden Winkel dieser Gegend erkunden und mit vielen Pokémon Freundschaft schließen. Wir werden alle zusammenarbeiten und gemeinsam ein Leben voller Freude führen, das nichts zu wünschen übrig lässt. Und dann möchte ich noch den Weltfrieden herschaffen. Das ist mein größter Traum. Daher habe ich mir das Geld P für dieses Grundstück im wahrsten Sinne des Wortes vom Mund abgespart. Weniger McDonalds und so. Außerdem waren die anderen Grundstücke viel zu teuer. Der reinste Wucher. Ich hatte eigentlich gar keine Wahl. Schwamm drüber. Das ist der Ort, an dem mein Traum Wirklichkeit werden wird. Sieh an, davon träumt Floink also. Wie schön, wenn man Träume hat. Ich bin schon vom bloßen Zuhören ganz aufgeregt. Und du, Pikachu? Was hast du nun vor? Weißt du schon, wohin du gehen wirst? Falls du nichts vorhaben solltest, nun dann könntest du mir ja vielleicht dabei helfen, mein Paradies aufzubauen. Na, was hältst du davon? What? So ganz alleine werde ich eine halbe Ewigkeit brauchen. Deshalb wollte ich mich mit möglichst vielen Pokémon anfreunden. Was sagst du, Pikachu? Willst du mir zur Hand gehen? Ja, keine Ahnung. Mir geht der Hilferuf aus meinem Traum einfach nicht mehr aus dem Kopf, weißt du? Andererseits weiß ich überhaupt noch nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich wüsste auch nicht, wohin ich jetzt gehen sollte. Ja, okay. Ich habe sowieso keine Hobbys, von daher. Warum sollte ich Floink also in der Zwischenzeit nicht ein wenig unter die Arme greifen? Vielleicht komme ich ja so der Lösung meines Rätsels einen Schritt näher. Wer weiß? Also dann. Wirklich? Du willst mir tatsächlich helfen? Yes! Vielen Dank! Von jetzt an sind wir beide Freunde und Weggefährten. Und verheiratet. Nee, noch nicht. Und nun, da wir Freunde sind, könntest du mir ja einen Spitznamen geben, na? Was hältst du davon? Such dir bitte einen schönen Namen für mich aus, ja? Lol. Ich nenne ihn, Nervi. So. Wegen Nervensäge. Okay. Nervi! Nervi, richtig? Gut, dann bin ich für dich von nun an Nervi. Der Name passt zu mir. Ja, das in der Tat, ja. Ich werde dein Paradies erschaffen. Du kannst mich beim Wort nehmen. Die Begeisterung auf dem Gesicht von Nervi ist einfach ansteckend. Es war die richtige Entscheidung, meine Hilfe zuzusagen. Aber ich kann irgendwie immer noch nicht fassen, dass ich jetzt ein Pokémon bin. Und alles nur wegen einer Stimme, die mich im Traum rief. Ehe ich mich versah, hatte ich mich in ein Pokémon verwandelt. Ach ja! Wie es jetzt wohl diesem armen Pokémon geht, das in meinem Traum verfolgt wurde? Ich muss ihm schleunigst helfen. Aber wie stelle ich das bloß an? Wo soll ich nur anfangen? Ich habe mehr Fragen als Antworten. Zunächst einmal muss ich herausfinden, warum ich in dieser Welt gelandet bin. Und außerdem habe ich das Gefühl, wenn ich bei Nervi bleibe, wird etwas Aufregendes passieren. Ich habe das Gefühl, ein Abenteuer wartet auf mich. Pikachu, wir werden unser Bestes geben, ja? Zugegeben, noch sieht es hier ziemlich trostlos aus, aber du wirst deinen Augen nicht trauen. Denn hier wird unser ganz persönliches Paradies entstehen. Ja, wir wissen es. Sieht wirklich trostlos aus. Und das war's mit Pokémon Mystery Dungeon Portale in die Unendlichkeit. Ja, es ist sehr interessant eigentlich. Also, wer sich's kaufen möchte, Link in der Beschreibung. Sieht für mich nach keinem schlechten Spiel aus. Wie bitte? Entdecke ein Magna-Portal ist jetzt verfügbar. Was ist denn das für eine Demo, ey? Fühlt sich echt so an, als hätte ich das echte Spiel hier. Und da kommt ja noch was. Wie die Zeit vergeht. Es wird schon dunkel. Und wir haben noch nicht einmal ein Dach über dem Kopf. Na dann, schlafen wir heute wohl mal frei unter dem Himmel, hm? Ja, wollen wir hoffen, dass es nicht regnet. Hier draußen ist es aber sehr frisch. Was ist zuerst zu tun? Genau, wir müssen ein Haus bauen. Wie wär's, wenn der Idiot einfach irgendwas anzündet? In der Tat. Nicht auszudenken, wenn es jetzt auch noch zu regnen anfangen würde. Hauptsache, wir sind erstmal vor Wind und Wetter geschützt. Lass uns morgen drüber nachdenken, ein Haus zu bauen, okay? Gute Nacht, Pikachu.
Das nimmt sich aber keine Minecraft-Züge an, oder? Hey, der Abzocker ist da. Guten Morgen. Ich wollte mal schauen, wie es euch geht. Habt ihr gut geschlafen? Guten Morgen, Morlord. Viel geschlafen haben wir nicht gerade, nein. Es war einfach zu kalt und das alles hat sich angefühlt wie ein Sternehotel. Also ein Stern, ne? Ringsum war einfach nichts, was uns Schutz vor dem kalten Wind hätte bieten können. Deshalb sollten wir uns so schnell wie möglich ein Haus bauen. Nur wie stellen wir das am besten an? Nichts leichter als das. Ich kenne da jemanden in Raststadt, der euch dabei behilflich sein könnte. Echt? Aber sicher doch. Ihr braucht nichts weiter zu tun, als den Baumeister zu bitten, sich der Sache anzunehmen. Raststadt ist gleich um die Ecke. Warum geht ihr nicht gleich mal zu ihm? Oh, gerne doch. Lass uns gleich losgehen, Pikachu. Bitten wir ihn, uns ein Haus zu bauen. Hier entlang. Dieses Grundstück ist wirklich unglaublich weitläufig. Es war wirklich sehr viel Text in dem Game. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Diese Straße benutzen hunderte reisender Pokémon. Daher entsteht an diesem Ort Raststadt, wo sich müde Pokémon von den Strapazen ihrer Reise erholen können. Es ist gleich dort vorne. Lasst uns mal hingehen. Okay. Eine Schatztruhe! So, da werden wir. Herzlich willkommen in Raststadt. Da sind wohl auch einige Händler ansässig. So lebhaft habe ich es mir hier nicht vorgestellt. Überall, wo man hinschaut, herrscht geschäftiges Treiben. Dieser Ort ist für sein kristallklares Quellwasser berühmt. Reisende trinken dieses Wasser, um ihren Durst zu stillen und sich die weitere Reise frisch zu machen. Das wird auch der Grund sein, weshalb es hier von Pokémon nur so wimmelt. Zudem stehen den Besuchern hier allerlei Einrichtungen zur Verfügung. Diese geheimnisvolle Truhe etwa heißt ihrem Verwendungszweck entsprechend Lagertruhe. Die Abenteurer können hier Geld, P oder Items ablegen und wieder an sich nehmen. Ach so, das ist doch keine Schatztruhe, schade. Das ist einer von vielen Läden. Hier kann man kaufen, was das Herz begehrt. Besser als Taco. Es gibt auch noch eine Herberge samt Restaurant und vieles weiteres, ne? Zögert nicht, alle Einrichtungen in Anspruch zu nehmen. Hey, was soll das, Mann, ne? Bist doch gerade mit voller Absicht in mich reingerannt, oder? Das hat voll wehgetan. Ach, was ey, ich hab dich nur gestreift, ja? Du hast überhaupt keinen Grund, hier so rumzuplären, ne? Hast du ein Problem? Zu mich auch. Zwischen den Kiddies herrscht wohl dicke Luft. Und niemand macht Anstalten, die Streithähne voneinander zu trennen. In letzter Zeit liegen die Nerven bei allen ziemlich blank. Es gibt immer mehr Streitereien. Was die Pokémon hier so beunruhigt, ist Gerüchten zufolge der Umstand, dass sich allerorten mysteriöse Dungeons ausbreiten. Ob das wirklich der Grund ist, weiß ich nicht. Jedenfalls sind in letzter Zeit alle Pokémon sehr leicht reizbar. Die Zahl selbstsüchtiger Pokémon scheint ebenfalls drastisch anzusteigen. Ist ja wie in Deutschland. Auch vorhin hat niemand versucht, den Streit zu schlichten. Man hat den Eindruck, dass Misstrauen und Gleichgültigkeit mittlerweile an der Tagesordnung sind. Wenn sich doch nur alle wieder besser verstehen würden. Schwierige Zeiten, in der Tat. Wenn man nur irgendwas tun könnte und um da wieder rauszukommen. Ah, vergessen wir den Scheiß. Ihr seid ja schließlich wegen eures Hauses hier, nicht? Ich gehe mal eben den Baumeister suchen. Schaut euch doch in der Zwischenzeit ein wenig im Ort um. Nichts lieber als das. Vielen Dank, Morlord. Alter, das ist die längste Demo, die wir bisher gespielt haben. Du kannst in Raststadt und in deinem Paradies jederzeit den Spielstand speichern. Ja, will ich aber nicht. Nö. Ja, ihr solltet das natürlich schon tun. Was lässt er mich... Hallo, er hat gesagt, ich soll mich umschauen, ja? Und warum verbietest du es mir jetzt? Oh, dummes Vieh. Das durften wir aber lange spielen. ihr kommt genau zur rechten Zeit. Die zwei Praktibald dort sind die Lehrlinge des Baumeisters. Wir sollten sie fragen. Dürfen wir kurz stören? Wo ist euer Meister?
Hm? Meister? Meinst du den Boss? Der ist im Restaurant dort. Euer Boss ist der Baumeister, oder? Wir möchten ein Haus bauen. Könnt ihr uns zu eurem Boss bringen? Hm. Klar. Wenn es um Geld geht, immer. Ja, aber mir kommen in dem Spiel auch viel zu viele Pokémon aus der 5. Generation vor. Und das wird sich auch leider so fortführen. Ist ja auch klar, dass die aktuellen Pokémon am meisten zu sehen sind. Und davon habe ich jetzt wirklich genug, muss ich wirklich sagen. Hm, gut, gut. Viel Glück mit eurer Bitte an den Baumeister. Ich warte hier. Okay, danke. Wo ist euer Boss? Da drüben? Ja, nee. Das ist nicht der Boss. Sieht so etwa ein Baumeister aus. Das ist Varoness. Ihr gehören die Herberge und das Restaurant. Sie ist Wirtin. Unser Boss ist dort drüben. Das ist Strepoli. Ja, das sieht schon eher nach Boss aus. Ja, die Sache ist die. Der Boss ist manchmal etwas aggro. Seid also vorsichtig. Man sieht's. Hä? Oh. Was wollt ihr, hä? Hey, Boss. Die beiden, ja. Hm? Geht's um Geld? Ja. Wir möchten ein Haus bauen. Wir dachten, dass uns ein Baumeister sicher dabei helfen könnte. Wir haben gehört, dass es hier einen gibt. Deswegen sind wir hier. Ah, ja. Wir würden dich natürlich dafür bezahlen. Wir haben nämlich noch kein Dach über dem Kopf. Bitte, baust du ein Haus für uns? Und? Hallo? Boss? Ist das ein Nein? Ja, okay. Ich nehme den Auftrag an. Brauchst Geld. Wirklich? Ja, leider. Ich bin ein Baumeister und ja, es läuft gerade nicht so. Okay, danke. Pikachu, wir haben es geschafft. Er wird unser Haus bauen. Um ein Haus zu bauen, braucht man Geld, ne? Noch haben wir kein Geld, aber wir werden uns ab sofort ins Zeug legen, welches zu verdienen. Ja, toll. Wie jetzt? Achso, naja. Ehrlich gesagt, ich brauche eh keins. Hab noch ein Festgeldkonto. Stattdessen könnt ihr etwas für mich besorgen. Hier in der Nähe gibt es einen Ort namens Felsenhöhle. Ich will, dass ihr mir einige der Steine holt, die im tiefsten Inneren der Höhle zu finden sind. Steine? Aquamarine. Um ein Haus zu bauen, brauche ich Baumaterial. Die Aquamarine kann man gegen Baumaterial eintauschen. Die Steine findet ihr, wenn ihr bis ins Innerste der Felsenhöhle vordringt. Lass mal überlegen, ey. 5 kleine Exemplare sollten reichen. Wenn ihr mir die bringt, tausche ich sie gegen Baumaterial ein. Dann kann ich euer Haus bauen. Alles klar. Wir müssen dir also nur 5 Aquamarine bringen, richtig? Lass uns gehen, Pikachu. Danke, Strepoli. Und euch auch, Praktibalk. So, so. Ist es gelaufen. Gut. Er hat den Auftrag bereitwillig angenommen. Er hat gesagt, wenn wir zur Felsenhöhle gehen und dort etwas für ihn besorgen, baut er uns ein Haus. Okay. Das sind gute Nachrichten. Zur Felsenhöhle gelangt ihr über die Kreuzung außerhalb der Stadt. Super. Dann machen wir uns gleich auf den Weg. Nur Praktibalk, was ist los? Mach's Maul auf. Wollt ihr uns noch was sagen? Nee, passt schon. Wirklich, es ist nichts, nee, viel Erfolg, Tess. Okay, danke. Wir werden unser Bestes geben. Was ist denn mit denen los? Sieht fast aus, als wollten sie uns vor irgendwas warnen, waren dann aber doch zu geldgeil. Von dieser Kreuzung aus kommt ihr zur Felsenhöhle. Aber es gibt etwas, das ihr beachten müsst. Ihr wisst es wahrscheinlich schon, aber die Felsenhöhle ist, ein sogenannter mysteriöser Dungeon. Ein mysteriöser Dungeon? Das habe ich jetzt schon mehrmals gehört. Ich frage mich, was das ist. In dieser Gegend geschehen oft mysteriöse Dinge. Bei jedem Besuch ändert sich die Beschaffenheit der Gegend. Wenn man zum Beispiel unterirdische Wege entlang geht, kommt man unerwartet an einem anderen Ort heraus. In so einer mysteriösen Gegend warten bestimmt viele Abenteuer auf uns. Deswegen habe ich auch das Grundstück hier gekauft.
Das klingt in der Tat spannend. Es ist ein toller Zeitvertreib und ab und zu findet man sogar seltene Schätze. Aber es kann auch passieren, dass ihr plötzlich von gewalttätigen gegnerischen Pokémon angegriffen werdet, die keine Erziehung haben. Das sind sehr gefährliche Orte, deswegen möchte ich, dass ihr vorsichtig seid. Verstehe. Wie es aussieht, wird der Auftrag wohl nicht so einfach zu erledigen sein. Aber es ist ja auch nicht leicht, ein Haus zu bauen, ne? Nun ja, gebt jedenfalls euer Bestes. Sag mal, Morlord, du hast uns ja gerade gesagt, wie gefährlich es wird. Und trotzdem wirkst du so unbekümmert. Findest du das nicht etwas unangebracht? Meine Unbekümmertheit ist angeboren. Dagegen kann ich nichts tun. Außerdem? Habe ich das Gefühl, dass ihr es schaffen werdet. Das ist irgendwie beruhigend. Auch wenn ich dieses Gefühl überhaupt nicht begründen kann. Du bist mir einer. Aber wir wollen ja schließlich ein Haus haben. Also bleibt uns gar nichts anderes übrig, als es zu versuchen. Pikachu, klären wir nochmal, worum uns Streboli gebeten hat, bevor wir uns auf den Weg machen. Oh, bitte halt die Klappe. Ich kann langsam nicht mehr vorlesen. Wir sollen... Ja, die Aquamarine. Ich bin nicht blöd. Okay. Dann akzeptiere ich das mal so. Wir werden sie ihm auf jeden Fall bringen und dann werden wir unser Haus bauen. Ich hasse es bei diesen aktuellen Nintendo-Spielen, dass immer alles 100.000 Mal gesagt wird. Denken die echt, wir sind total verblödet? Ja, ich will da hin, zur Felsenhöhle. Jupp. Los, gehen wir. Holen wir uns die Aquamarine. Und nochmal erwähnt, Felsenhöhle U1. Okay, also ich bin echt erstaunt, wie lange diese Demo geht. Teufel, das sind bestimmt schon 40 Minuten. Manche Attacken können selbst Gegner treffen, die weiter entfernt sind. Die Gegner machen allerdings ebenfalls Gebrauch von solchen Attacken. Es ist also stets Vorsicht geboten. Wenn du die Reichweite deiner Attacken und die deiner Verbündeten wissen willst, drücke X, um das Menü zu öffnen. Wähle Attacken und such dir die Attacke aus, zu der du Informationen auf dem oberen Bildschirm haben möchtest. So sieht das Menü aus. Alles klar, sehr umfangreich. Da kann man sich sämtliche Stats, Items, Attackenwerte und so weiter ansehen. Was ist das? Wenn du Plosivsamen zu dir nimmst, löst du mit einer explosiven Druckwelle einen Angriff in Blickrichtung aus. Du kannst sie auch auf den Gegner werfen, wo sie durch eine Explosion Schaden anrichtet. Das klingt relativ brutal, aber okay. Wie gesagt, das Game ist ja ein wenig anders als die Editionen. Besser als Pokepark dürfte es auch sein. Oh, und ich habe direkt schon die erste Treppe gesehen. Was sind das? Oh, Gegner. Der hat nicht viele Leben. Sehr schön. Was ist das? Dies ist ein Wunderfeld. Wenn deine Statuswerte durch Attacken wie Heuler oder Rotschlag gesenkt werden, dann werden sie hier wieder auf ihren normalen Wert zurückgesetzt. Seid ihr allerdings bewusst, dass auch Stat-Steigerungen zurückgesetzt werden? Mhm. Okay. Ja, ich denke mal, ganz unten werden diese Aquamarine sein. Also nehme ich doch mal die Treppe. Solange du dich nicht bewegst, rühren sich auch die Gegner nicht von der Stelle. Bleib also ganz ruhig, wenn Gegner auftauchen, und überleg dir in Ruhe, wie du gegen sie vorgehen möchtest. Man kann ja sowieso nicht mehr in die vorherigen Etagen, also kann das ganze Zeug eigentlich nur unten sein. Oh, hier gibt's Klicks. Und diesen Käfer. Oh nein. Ich hab's verkackt. Ich kann mich jetzt nicht bewegen, oder wie? Ja, okay, ist mir egal. Das Watzapf ist Gott sei Dank zu mir rübergekommen. Sodass ich es jetzt angreifen kann. Sein Fadenschuss hat mich schon relativ stark getroffen. Bitte kümmere dich um ihn, Floink, danke. Na, wo ist denn die nächste Treppe? Ist schon sehr verwirrend jetzt, ne? Jetzt wird's krasser, aber da ist sie. Dann nehme ich sie mal. Vielleicht sollte ich auch wieder auf so ein Stat-Wiederherstellungsfeld gehen, wenn ich eins finde. Du kannst festlegen, welche Attacken deine Verbündeten nicht ausführen sollen. So kannst du etwa bestimmen, dass sie ausschließlich Tackle benutzen. Oh, das ist cool. Wähle im Menü Attacken über den Menüpunkt ein aus, diejenigen Attacken aus, die deine Verbündeten nicht einsetzen sollen. Attacken ohne einen Haken werden von ihnen nicht eingesetzt. Also kann man zum Beispiel sagen, nee, lass mal Rutenschlag und Heuler bleiben, sondern greif mal schön an mit Glut oder so. Doch, das finde ich sehr, sehr praktisch. Weil ich meine, ich kann ja auch noch die Stats senken. Ich habe ja auch Heuler und Rutenschlag drauf, dann muss das nicht er machen. Und hier spielen ja auch sehr effektive Attacken eine Rolle. Wie auf Kommando. Jetzt ist nämlich eine Elektroattacke sehr effektiv. Dreh dich um, Pikachu.
Ach, jetzt hat er schon erledigt. Oh nein, Mogelhieb. Und der Gute hat sich paralysiert durch Berührung und kann nicht angreifen. Super. Hm? Oh, Level Up für Nervi. Oh Gott, nee, ne? Jetzt wird das alles einzeln angezeigt. Wieso macht man das denn nicht wie in den Editionen in so einer Tabelle? Muss ich alles einzeln wegdrücken. Ist voll unnötig. Kostet nur Zeit und Nerven. Ah. Weiter nach unten. U4. Das geht wahrscheinlich bis U5. Ein Molly More Bar. Dreh dich um. Und hilf ihm! Oder schafft das alleine? Nein! Hier! Verpiss dich. Und jetzt auch Pikachu mit einem Level Up. Also mit den Leveln haben sie es ein bisschen verkackt. Das ist ziemlich nervig, dass ich hier alles einzeln wegdrücken muss. Oh, na endlich. Suchen wir die nächste Treppe. Ach ja, Geld brauchen wir ja auch, ne? Ach, du blödes Vieh. Die meisten Gegner tauchen so urplötzlich vor einem auf, da rechnet man gar nicht mit. Wie kann ich eigentlich meine AP auffüllen, weil Mogelhieb ist langsam leer. Geld! P ist die Währung dieser Welt. Wenn du genug zusammengespart hast, kannst du damit in Läden einkaufen. Ich zieh mich mal zurück, weil Glut ist sehr effektiv. Wenn er das denn machen würde. Hallo, Floink. Ich muss halt auch immer einen Schritt gehen, damit er was macht. Weil wir haben ja vorhin gehört, wenn man sich nicht bewegt, dann passiert auch nichts. Ich denke, die AP und KP kann ich mit irgendwelchen Bären heilen, die ich hier finde. Werde ich dann auch gleich machen müssen. Es sei denn, ich finde jetzt die Aquamarine in U5. Wow, da ist ja schon so ein Spinner. Floink ist inzwischen so stark mit seinem Tackle, dass er die meisten Gegner alleine besiegen kann. Das finde ich sehr, sehr toll. Ohne mein Zutun. Oh, jetzt aber. Schnell Donnerschock. Ich bin verwirrt. Ja, super. Verwirrung ist scheiße, weil jetzt ist meine Steuerung verstellt. Ich habe gerade nach links gedrückt, bin aber nach unten gegangen. Ich kann so gut wie überhaupt nicht mehr angreifen. Floink muss das alleine schaffen. Boah, ich bin total am Arsch. Bitte, Floink, rette mich. Danke. Ist die Sache jetzt durch? Ja. Was ist das hier? Manche Items wie Schals oder Brillen entfalten ihre Wirkung, wenn du sie mittels Geben deinen Verbündeten überreichst. Solange dieses Pokémon solch ein Item bei sich trägt, profitiert es von dem Effekt, der von ihm ausgeht. Dann machen wir das doch mal. Es sind sogar noch zwei nicht anwählbare Menüpunkte, die wohl erst hinzukommen werden. Habe ich hier irgendwas für AP? Nee, habe ich nicht. Erhöht den Spezialangriff. Dann gebe ich das mal dem Floink. Keine AP-Heilung. Aber wo kommt der denn her? Schnell, kümmere dich um ihn, Floink. Ich helfe mal mit. So gut wie möglich. Oh, du nervst. Okay. Genau, hier. Wiederherstellen alles. Und runter. Es geht wohl noch weiter als U5. Oder? Aha. Puh, wir sind jetzt aber schon ziemlich tief ins Innere der Höhle vorgedrungen. Oh, da drüben, da leuchtet was. Komm schon, Pikachu. Wow. Keine Frage, das müssen sie sein. Die bringen doch bestimmt viel Geld ein. Die Steine, die Strepoli haben will. Weiter nach unten scheint es auch nicht mehr zu gehen. Das müssen also die richtigen Steine sein. Genau. Schnappen wir uns also ein paar dieser Aquamarine und gehen zurück. Alles klar. Ich habe jetzt 5 Stück. Pikachu, lass uns schnell zur Stadt zurückgehen, damit uns Strepoli endlich ein Haus bauen kann. Ich würde halt so viele mitnehmen, wie nur irgendwie möglich. Idioten. Lässt sich mit Sicherheit irgendwo gut verkaufen. Pikachu, beeil dich. Nervi ist ganz aufgeregt. Die Freude über ein eigenes Haus ist wohl wirklich riesig. Aber ja, ich kann das Nervi nachfühlen. Wir sind zurück. Zurück in Raststadt. Lass uns schnurstracks zu Strepoli gehen. Aua. Hey. Pass doch auf. Entschuldigung, ich bin echt in Eile. Ich muss ja noch weiter, ne?
Irgendwie habe ich das dumpfe Gefühl, dass er Scheiße gebaut hat. Ich bin ganz schön erschrocken. Was war denn mit dem los? Naja, ist auch egal. Pikachu, beeilen wir uns lieber. Wahrscheinlich hat er die beklaut oder so. Oh, und? Habt ihr die Aquamarine? Ja, klar. In der Höhle waren zwar ein paar fiese Gegner, aber wir haben es geschafft. Gut für euch. Versprochen ist versprochen, ja? Ich werde euer Haus bauen. Yay! Aber erst bekomme ich die Aquamarine. Also zeig sie schon her. Klar. Hm? Oh nein, der Assi hat sie weggenommen, ne? Was ist los? Die Aquamarine sind weg. Sie sind plötzlich verschwunden. What the fuck? Seltsam. Ich war mir absolut sicher, sie eingepackt zu haben. Und jetzt kann ich sie nirgends finden. So viele Öffnungen habe ich doch auch nicht. Ah. Na sowas. Ihr wart also gar nicht in der Höhle und habt die Aquamarine geholt, hm? Wenn das so ist, kann ich euch leider keinen ausbauen. Aber wir haben sie doch geholt. Du musst uns wirklich glauben. Ja, dann hättest du sie doch. Ach, naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm, dann geht ihr sie eben nochmal holen. Viel Glück. Ja, aber... Fail. Und dann kapieren die nicht mal, dass sie von dem Lappen beklaut wurden, Mann. Das ist wirklich merkwürdig. Ich bin mir sicher, sie mitgenommen zu haben. Ja, ist in der Tat komisch. Ich habe auch gesehen, wie Nervi die Aquamarine eingesteckt hat. Und auf dem Rückweg ist Nervi die ganze Zeit vorne weggelaufen. Wären die Aquamarine runtergefallen, hätte ich das mitbekommen. Ich verstehe es zwar wirklich nicht, aber Krübeln bringt jetzt auch nichts. Lass uns noch einmal losziehen und ein paar neue Aquamarine holen gehen. Oh Mann. Deren IQ ist echt nicht hoch. Ist das jetzt deren Ernst? Ist das wirklich zurückgehen? Hm, nanu, das Pokémon da. Der Dieb ist immer noch da. Hallo, ich wäre schon längst abgehauen über alle Berge. Das ist doch das Pokémon von vorhin. Na klar, vielleicht hat Nervi die Aquamarine ja bei dem Zusammenstoß fallen lassen. Und vielleicht kann uns dieses Pokémon was dazu sagen, wenn wir es fragen. Oh Gott, sind die blöd. Hm? Was hast du, Pikachu? Wie? Wir sollen das Pokémon von vorhin fragen, ob es etwas weiß? Verstehe. Falls wir die Aquamarine wirklich auf dem Rückweg verloren haben, dann könnte dieses Pokémon sie ja durchaus gefunden haben. Wenn wir hier weiter so herumtrödeln, verlieren wir es noch aus den Augen. Pikachu, zackig jetzt! Hey, wartet bitte! Hm? Wer ruft denn da nach uns? Ach, die Praktibalk. Aber ihr müsst uns bitte entschuldigen, wir haben es gerade sehr eilig. Wir wissen Bescheid. Ihr folgt Zurukex, nicht wahr? Zurukex? Du meinst dieses Pokémon eben? Es heißt Zurukex? Hm. Und wir wissen auch, wohin er will. Hä? Er ist zum Wandelpass gegangen. Dort findet ihr Zurukex. Genau, ihr Knirpse. Also ihr solltet euch auf jeden Fall schnell dorthin begeben. Verfolgt Zurukex und holt euch zurück, was euch gestohlen wurde. Holt euch die Aquamarine zurück. Die Aquamarine? Wurde uns gestohlen? Nein, wirklich? Nicht dein Ernst. Es passierte, bevor ihr in das Restaurant gegangen seid, als Zurukex dich von hinten angerempelt hat. Bei der Gelegenheit hat er eure Aquamarine gestohlen. Oh mein Gott. Woher wisst ihr das? Weil wir... Bitte verzeiht uns. Wir hatten wirklich keine bösen Absichten. Hm? Hey, wartet gefälligst. Und weg sind sie. Ich weiß zwar nicht wirklich, was das Ganze soll, aber die Praktibalk haben uns aufgefordert, die Aquamarine zurückzuholen. Und gesagt, dass dieser Zurukex sie uns bei dem Zusammenstoß gestohlen hat. Beim Zusammenstoß mit Zurukex? In diesem kurzen Augenblick soll er sie uns gestohlen haben? Aber ich hatte auch nicht den Eindruck, dass die Praktibalk uns anlügen. Pikachu, am besten wir verfolgen Zurukex und sehen, was er dazu zu sagen hat. Zurukex soll doch zum Mandelpass gegangen sein, oder? Ich vermute mal, wir kommen von der Kreuzung aus dorthin. Also los, gehen wir zur Kreuzung. Puh. Und jetzt? Ja, wo denn? Kein Schwein sagt mir, wo ich hingehen soll. Ah, jetzt ist es sowieso vorbei. Danke, dass du die Demo gespielt hast. Die Vollversion bietet noch mehr Spaß. Entdecke ein Magna-Portal, kannst du jedoch auch weiterhin nutzen. Spielstand wurde gespeichert, du kehrst zum Hauptmenü zurück.
Ja, das war die längste Demo bisher und hat mich auch ziemlich viel Kraft gekostet. Ihr wisst gar nicht, wie anstrengend das ist, so viel zu reden. Boah, ich muss auf jeden Fall was trinken. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, müsst ihr euch die Vollversion kaufen. Ist bestimmt kein schlechtes Spiel, aber viel zu viel Text. Ich weiß nicht, ob es nur so am Anfang ist. Vielleicht ist es später ganz anders. Mystery Dungeon ist nicht umsonst eine der erfolgreichsten Pokémon-Spin-Offs. Bis zur nächsten Demo.